Ralle war ja auch Laufbahnbegleiter. Der war schon das zweite oder dritte Mal in Haft, als ich den kennengelernt habe in Hameln. Da war der ja auch noch jung. Der ist mit 15 oder so das erste Mal eingeflogen. Und dann ein Jahr gesessen oder 10 Monate und dann ein Jahr draußen und wieder erwischt ein paar Mal bei Brüchen oder konnten sie ihn nachweisen oder sonst was. Also er war schon das zweite oder dritte Mal in Haft gewesen. War so ein typischer Laufbahnbegleiter und der hat auch, wie gesagt, es war ein Horst und im Knast ist er immer auch wie ein Trottel behandelt worden. Der war cool, aber die Leute haben ihn für einen Trottel eingeschätzt. So. Und du machst meine Zelle sauber. Das war jedes Mal sein Schicksal, egal in welchen Knast er gekommen ist. Du bist der Trottel von der Zelle. Du machst Tee, du drehst Zigaretten und du machst sie alle sauber. Und wenn das nicht so ist, wie ich das möchte, dann ja, allein nur die Ansage dann, das langt schon bei ihm. Und er macht das. Er lässt sich und er macht sich nicht gerade. Das ist sein Problem. Du musst ja noch nicht mal gewinnen, das Ding. Lass dir sowas nur nicht einmal gefallen. Dann hat sich das erledigt. Dann machst du das immer. So. Die Aufgaben werden immer schwerer und die Leute immer größer. Also es wird sich nie ändern. So, dann musst du dem Ersten direkt einziehen. Klatsch. Und selbst wenn er dich kaputt haut, egal. Das geht nicht ohne Stress und ohne, dass es weh tut. Das tut auch ihm weh. Einmal erwische ich ihn ganz bestimmt. So, dass er es richtig gemerkt hat. Mit mir nicht. Egal. Ja. Und er hat das nie geschafft. Nie gemacht. Der hat sich das lieber gefallen lassen. Wenn er viel Glück gehabt hat, hat er einen gehabt, der ihn nicht unterdrückt hat. Der ihn einfach gelassen hat, wie er es sich gedacht hat, oh mein Gott. Oder sich wirklich dann auch, wie ich, dann irgendwann auch mit ihm auseinandergesetzt hat. Es ist ja mehreren von der Gruppe so gegangen, die haben gedacht, was für ein Trottel. Und irgendwann über Wochen und Monate dann gemerkt, ach, eigentlich ist er ganz cool. Das macht nur den Eindruck, als wäre er ein bisschen dämlich. Ist er aber gar nicht. Ja, und er war damals schon, hat er Depressionen gehabt und so, ne? Klar, wegen dem, weil es ist, wie es ist, ne? So kann man nicht mit zurecht. Ja, und irgendwann Jahre später habe ich dann zufällig, ich weiß gar nicht mehr mit wem, gesprochen, der ihn in irgendeiner anderen Haftanstalt wieder getroffen hat. Und da ging es ihm noch beschissen. Irgendwie, das war 8 Jahre, 10 Jahre später vielleicht nach Hameln, ne? Ja, und da habe ich dann gehört, dass der sich irgendwann auf die Gleise gelegt hat. Der wollte nicht mehr, konnte nicht mehr. Und gerade auch kurz nach der Entlassung, also der war gerade wieder frei. Draußen hat ihm auch nicht gepasst. Es war draußen nicht besser als drinnen für ihn. Ständig auf der Jagd für seine Sucht, dann so wie ihn die Menschen behandeln. Wenn er drauf ist, noch viel schlimmer, weil dann macht er sich ja selber auch zum Trottel, ne? Völlig ausgezehrt und so. Sieht halt auch, es passt dann alles, ne? So, und aus diesem, ja, aus seinem Kreislauf da ist, so konnte er nie ausbrechen, wirklich. Und das hat ihn letztendlich wahrscheinlich dazu getrieben. Und das war er bestimmt nicht der Einzige, ne? So, aber von ihm habe ich es halt gehört, ne? Das hat sich dann relativ schnell ergeben, so mit Ralle, dass er gezeigt hat, was er kann, ne? Und das hat ihm Pluspunkte gebracht, so. Da konnten einige noch was lernen von ihm, ne? So, also, ich habe es bis heute nicht geschnallt, was er mit den Schlössern da veranstaltet, aber das funktioniert, ne? Wie gesagt, der hat die Tagesraumzelle gehabt und über den Zellentüren sind oben in dem Rahmen sind noch so Oberlichter drin, also Glasscheiben. Und seine war sowieso immer mit dem Karton vorher schon zu und irgendwann wollte er das wohl austauschen, wollte ein Poster hinmachen oder sonst was und hat angefangen an diesen Gummidichtungen rumzuspielen, abends irgendwann bei Einschluss. Und irgendwann hat er seine Scheibe in der Hand gehabt. Cool. Und der ist ja nur so ein Hering, ne? Und so ein Oberlicht, ne? Zack, rausgeklettert und beide dann an den Türen geklopft. So, ey, was ist los? Und so. Ja, und so hat das angefangen. Ja, weil die Jungs wollten nachts auch raus. Was, du alleine auf der Gruppe rumtun, Fernsehen gucken und so. Geht gar nicht, Junge. Haben sich, weißt du, Ramon und so wollte unbedingt, dass er, schließ mich auch auf. Du hast doch erzählt, du kannst alles mit Schlössern machen. Mach mal klar. Komm, ich geb dir ein Stück Asche, aber mach das klar. So, ja, und so fing das dann an, ne? Hat er dann angefangen, tagsüber. Werkzeug haben die Jungs besorgt, ne? Haben sie aufgeschraubt, dann die Verblendung in der Tür, an der Seite, wo der Riegel rauskommt. Und dann hat er sich das System da angeguckt und dann hat er irgendwo was ausgehakt, Nylonfaden gelegt, innen drin festgebunden, in dem Schließkasten, um den Bolzen rumgezogen, die Blende wieder drauf, also den Faden durch die Blende gezogen, die Blende wieder drauf und dann innen drin an der Tür
festgeklebt, unterm Griff, unter der Türklinke, festgeklebt. Siehst du gar nicht. Und der Beamte kommt, macht von außen die Zelle zu, schließt zweimal. Der Riegel geht auch, aber er ist nicht fest. Er ist nur geschoben worden, aber es hat keine Bremse von hinten. Keine Sperre ist mehr drin. Und wenn du jetzt vorsichtig an den Nylonfaden ziehst, kannst du diesen Bolzen wieder in die Tür zurückziehen und deine Tür ist einfach offen. So ist auch nichts kaputt. Es ist nur ausgehakt. Keine Ahnung, wie er oder was er da gemacht hat genau. Aber so hat das dann letztendlich funktioniert. Und dann hat er irgendwann alle Türen so präpariert. Beamte, komm, mach Abendrunde, Einschluss, zack, 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 zählt alle durch, alle da, alles gut, abgeschlossen. Jetzt kommt er dann vielleicht nochmal in 2 Stunden, Nachtdurchgang, guckt nochmal, ob die Gruppe alles zu ist, dies, das, und dann ist tot. Ruhe auf der Gruppe, bis morgens, bis der Beamte wiederkommt. Ne? Ansonsten ist nur Nachtrunde da, die gehen dann ums Haus rum, gehen auch mal im Haus lang, aber eher selten. Solange die Gruppen von außen offensichtlich ruhig sind, braucht man nicht auf die Gruppen gehen, um zu gucken. Kannst du Pech haben, Beamte holt noch was aus dem Büro. Wenn dein Betreuer von der Gruppe dann auch Nachtschicht hat oder so, ne, musst du schon ein bisschen aufpassen auf die Dienstpläne und so. Aber so hat er das gemacht. Ne? Hat ihm natürlich ohne Ende Pluspunkte gebracht. Ne? Ja, über Wochen haben wir Nachtaufschluss gehabt. Ne? Jede Nacht, zack, ab wieder Tagesraum, Fernsehen geguckt. Schön die dicken Gardinen vorgezogen, konntest gar nicht sehen, dass der Fernseher an ist. Ne? Von draußen. Voll gut. Einwandfrei funktioniert. Der zweite Fluchtversuch dann, wie gesagt, da hatte Ralle schon Monate oder Wochen auf jeden Fall für Nachtaufschluss gesorgt. So. Also die Monate sind bis dato dann eigentlich mehr oder weniger ereignislos verlaufen. So, ne? Und irgendwann saßen wir nachts in der Zelle. Sherry hat sich schon verabschiedet, sich wieder einschließen lassen. Ramon und dann auch und der andere Zigeuner auch. Dann saß ich mit André, dem Portugiesen und Ralle, ich glaube wir 4, zusammen in meiner Zelle, haben Rhypnol gefressen gehabt und aufgesetzt und getrunken. Voll dicht, also völlig fern der Realität, der Zustand, bei allen. Ja, und natürlich, jeder von uns hat seit Monaten Drang nach draußen, so Freiheitsdrang, und dann haben wir uns heiß gelabert. Ne? Und ich weiß nicht, ob das aus dem Film kam, die Idee. Kam mir im Nachhinein so vor, als wenn das irgendein schlechter Krimi gewesen wäre, was wir da nachahmen wollten. Auf jeden Fall haben wir dann völlig dämlich auch in meiner Zelle, warum nicht in Rallys Zelle, aber egal, das ist einfach so passiert in dieser Nacht, mein Bett zertreten und die Seitenleiste genommen, so schön 2 Meter lang, so dick, und so eine Holzbohle, ne? Die eingekeilt zwischen die Gitterstäbe und angefangen zu hebeln, wie man so in beide Richtungen. Und die haben sich auch gebogen, aber egal wie oft ich es versucht habe, ich bin nicht mit den Schultern durchgekommen, ging nicht so. Und ich war noch mit den Portugiesen zusammen, ja, mit Ralle auch das Schmalste, aber selbst Ralle ist auch nicht durchgekommen und der ist eigentlich, also wenn der nicht durchkommt, dann kommt keiner durch. So, ne? Auf jeden Fall wie gehebelt und dann auch Jeanshosen nass gemacht. So. Und dann hatten wir das O schon, wo die Bohle drin lag, und dann in den Stäben daneben noch die Jeanshosen so richtig nass gemacht, durchgezogen die Beine, zusammengeknotet und dann Besenstiele 2 Stück durch. So, und auch noch gehebelt, so, und den noch enger zusammenzuziehen, also das Loch zu erweitern. Ne? Oh, nicht nur mit der Hebelkraft, sondern noch mit dem Gewinde. Ne? Alter, das hat, ich weiß nicht wie viele Stunden, 3 Stunden bestimmt damit herumgehauen. Und gehebelt und gehebelt, und das ging einfach, das wurde nicht größer, das Ding. Ne? Ja. Irgendwann waren wir fast wieder nüchtern, auf jeden Fall der Alkohol war weg und so, und irgendwann waren wir total durchgeschwitzt und völlig fertig und kurz vor Aufschluss. Was machen wir jetzt? Meine Bude, Junge, sieht aus wie Scheiße. Der Balken hängt noch in dem Gitter, die Jeanshosen da rumgewickelt. Ich bin voll müde, voll breit. Alter, ist mir jetzt auch scheißegal, wie das aussieht. Ich leg mich jetzt einfach hin. Und wir haben uns einschließen lassen wieder von Ralle. Jeder in seiner Zelle. Meine war ja die einzige beschädigte Zelle. Ja, und bin ich eingepennt und dann irgendwann kam der Beamte so. Wurde natürlich Alarm ausgelöst. Und ich kam hoch auf die Absonderung, was mir denn einfallen wird. Die haben auch gar nicht registriert, dass das ein Aufbau für mehrere Leute war, was da passiert ist. Dass das einer alleine gar nicht gleichzeitig auch bewerkstelligen kann. Hebeln, drehen und so. Und da haben offensichtlich, also für mein Empfinden sofort, mindestens 2 Leute gearbeitet. Geht gar nicht anders, weißt du?
Die haben das nicht gereizt. So, da wurde auch nichts irgendwie die anderen Zellen kontrolliert oder so. Natürlich reingeguckt, okay, hier ist alles in Ordnung, Gitterstäbe abgeklopft und so. Ne? Ganz normale Standardkontrolle nach so einem Vorfall. Ne? Haben sie aber dann aber registriert, okay, alle anderen Zellen sind in Ordnung, alle Zellen waren abgeschlossen. So. Keiner hat gemerkt, dass irgendwie die Gruppe über Nacht offen gewesen wäre oder so. Das Einzige, was passiert, war mein Gitter total verbogen, mein Bett auseinandergetreten und ja. Der Typ liegt da voll dicht. So, was machen wir jetzt mit dem? Alles klar, hoch in die Absonderung. Ja, und dann wollten wir natürlich wissen, was da los war. Ich sage, ich habe keine Ahnung. Ich habe gestern ein paar Tabletten auf dem Hof gekauft. Ich weiß selber nicht so genau, was heute Nacht passiert ist. Ja, stinkt doch nach aufgesetzt. Nach ja, stimmt, habe ich auch getrunken. Habe ich selber gemacht. Ja, hat sonst noch wer getrunken? Ich sage, ne, war alleine. Siehst du. Ich da, ganz alleine, voll dicht in dem Bett, nur mein Gitter kaputt, ich alleine. Ja, alles klar. Die Jungs mich natürlich gut versorgt, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Weil sie, die konnten wieder in ihre Zelte gehen, zuschließen lassen von Ralle und alles war gut, ne? Ja. Aber nein. Einer muss dann ja aus der Reihe tanzen. Das war mein zweiter Fluchtversuch. Völlig dämliche Aktion, so im Nachhinein, ne? Ja, und das ist aus dieser Aktion auch entstanden über Nachtaufschluss. Hätten wir da nachts nicht zusammengesessen, weißt du, wäre jeder in seiner Zelle gewesen, wäre das nie passiert. Auch wenn alle voll dicht gewesen wären, aber das wäre nicht passiert. So, aber weil du in der Gruppe dann zusammen bist, so, weißt du, fantasierst von draußen, Alter, ich bin, weiß nicht, 8 Monate, 10 Monate nicht draußen gewesen, fast ein Jahr, so, ne? Und jetzt wird's echt mal langsam Zeit, ich will nach Hause. Ja, und dann mit Rohypnol im Kopf und Alkohol und ja, gar nicht überlegt. Kurz gedacht, alles klar und sofort in die Datum gesetzt und hat natürlich auch wieder nicht funktioniert. Wie das erste, nicht wirklich vollständig überlegte Aktion da mit der Mauer und dem schweren Anker. Das ging auch nicht. Ja, und dann sind danach dann einfach wieder die Monate ins Land gestrichen, ne? Bis zum nächsten Versuch, der dann geklappt hat. Und der auch nicht auf meinen Mist gewachsen ist und der bis ins letzte Detail durchgeplant war. So, wo ich mich dann nur dran hängen konnte. Und der Rest der Gruppe auch. So, was völlig für einen alleine geplant war eigentlich.